Hallo und grüß Henk zu einem neuen Notizblock. Heute schauen wir uns an Timberborn von Mechanistry, ein Studio aus Polen. Und bevor wir loslegen, wollte ich noch anmerken, das ist ein Video im Rahmen der Weihnachtsspendenaktion. Alle Infos dazu in der Endcard, rechts oben verlinkt und in der Videobeschreibung. Und vielen, vielen Dank schon mal für die ganzen Beiträge, egal in welcher Höhe. Die Spendenaktion ist dieses Jahr ein paar Tage nach dem Start schon ein Riesenerfolg wieder. Finde ich super und ich hoffe, das eine oder andere Video im Dezember, so wie dieses hier, ist ja die Einhaltung meines Versprechens, auch für ein paar Views zu sorgen. Und weil das Video auch ein bisschen länger geworden ist als gedacht, habe ich ein paar Kapitel eingefügt. Ihr könnt es in der Videobeschreibung da auch das eine oder andere überspringen, falls euch ein Teil nicht interessiert. Das Spiel, das war schon im Notizblock kompakt vertreten und in meiner Erinnerung, obwohl ich das Potenzial vom Spiel gesehen habe, hat es mich jetzt nicht mitgerissen, aber siehe da, das Spiel hat sich nach dem Release extrem gut verkauft und ich gehe mal davon aus, dass es ja auch entsprechend schon viele von euch kennen und das wäre jetzt eigentlich in Kombination damit, dass es mich eben nicht wirklich begeistert hat, ein guter Grund, es eigentlich auszulassen. Allerdings, ich habe trotzdem eine Review-Version angefragt und ja, direkt am ersten Abend, siehe da, mehr wie 6 Stunden am Stück gespielt, weil es mich dann doch sehr gefesselt hat. Und darum habe ich mir gedacht, vielleicht geht es ja einigen von euch ähnlich. Sie sind nicht ganz überzeugt, verpassen aber vielleicht ein tolles Spiel, beziehungsweise ein Spiel mit sehr spezieller Motivation und Stimmung. Entsprechend möchte ich in dem Notizblock einerseits über die Mechaniken sprechen, die das Spiel zu was Besonderem machen, aber auch versuchen zu vermitteln, was mich dann im Endeffekt dazu gebracht hat, das Spiel viel länger zu spielen als erst gedacht, nämlich über das Entdecken eben der meisten Mechaniken hinaus, weil bei den 6 Stunden ist dann definitiv nicht geblieben. Noch letzte Anmerkung und auch eine wichtige: Das Videomaterial und die Beschreibung jetzt der Features, die bezieht sich auf die Experimental-Version. Die kann aber jeder spielen, man muss sie aber extra aktivieren. Und jetzt je nachdem, wann ich es schaffe, dieses Video zu veröffentlichen, kann es natürlich sein, dass die Experimental Features sich geändert haben, vielleicht schon in die normale Version übernommen wurden oder eventuell auch wieder rückgängig gemacht sind. An das also bitte denken, falls sich eure Version jetzt von der hier im Video unterscheidet. Vorab kurz zur Geschichte oder zum Setting vom Spiel. Einfach gesagt, es spielt in der Postapokalypse. Die Menschen haben die Erde zerstört, ist ja mittlerweile nicht mehr so ein unwahrscheinliches Szenario. Und es sind ein paar Ruinen von Städten übrig geblieben, sonst nichts. Und das Leben ist nur mehr entlang von ein paar Flüssen möglich, weil die ganze restliche Welt ist ausgetrocknet. Und eine der scheinbar wenigen Spezies, die überlebt hat, das sind die Protagonisten in dem Spiel, die Hauptdarsteller, nämlich die Biber. Am Anfang vom Spiel wählt man eine von 2 Fraktionen, die zweite, die muss man sich auch erst freischalten und die unterscheiden sich vor allem in ein paar einmaligen Gebäuden. Man kann auch verschiedene Karten wählen, die kann man auch mit einem Map-Editor selber erstellen und die Karte, die beeinflusst etwas den Schwierigkeitsgrad, aber man kann den auch zusätzlich noch sehr genau anpassen, vor allem in Bezug auf die Hauptmechanik und legt fest, wie intensiv und lang in etwa Dürren sein sollen oder wie hoch der Verbrauch von Wasser und Nahrung ist. Im Spiel dann dürften ja bestimmte grundlegende Mechaniken vom ein oder anderen Survival-City-Bilder durchaus sehr bekannt sein. Jeder Biber braucht eine Unterkunft, in der er auch die Nacht verbringt, will etwas essen und braucht auch was zum Trinken. Als Baumaterial dient erstmal Holz, das man von den noch verbleibenden Bäumen gewinnen kann. Wasser, das pumpt man direkt aus dem Fluss und das Herstellen von Nahrung erledigt man anfangs vor allem durch das Sammeln von Beeren und den einfachen Ackerbau. Die Biber kann man da jeweils zuteilen, wie viele wo arbeiten sollen. Die vermehren sich dann auch mit der Zeit und so kommen eben neue Arbeitskräfte, aber auch hungrige und durstige Mäuler hinzu.
das Hauptproblem bzw. die Hauptherausforderung des Spiels gestaltet sich nach einigen Spieltagen dann in Form von Dürren. Jede Karte hat einen Wasserzufluss und das Wasser fließt eben durch Flüsse und Seen, je nachdem eben wie das Gelände gestaltet ist, irgendwann aus der Karte wieder hinaus. Und entlang dieser Wasserflächen ist Ackerbau und eben das Wassersammeln möglich. Da ist die Erde dann fruchtbar und frisch, da wachsen auch Bäume und Beeren. Allerdings, der Zufluss, der versiegt immer wieder für ja, teilweise sogar mehrere Tage und da muss man dann eben entgegenwirken, indem man entweder Vorräte anlegt oder noch besser natürlich die Stärke der Biber ausspielt und somit die spannende Hauptmechanik des Spiels anwendet, nämlich den Bau von Dämmen und Schleusen. Und so lässt sich mitunter eben genug Wasser aufstauen, um vielleicht sogar eine ganze Dürre zu überstehen. Natürlich verschwindet auch das gestaute Wasser mit der Zeit, darum kann es auch mal lohnen, einen richtigen Stausee anzulegen oder vielleicht auch mehrere mehrstufige Staustufen zu bauen. Das Wasser lässt sich aber noch für was anderes nutzen, vor allem wenn es fließt, nämlich die Gewinnung von Energie. Und hier kann Timberborn auch mit einer tollen Umsetzung punkten. Zum einen muss man die Wasserräder schlau platzieren, da deren Ausbeute von der Strömungsstärke abhängt. Kann sich also lohnen, absichtlich Flüsse zu verengen oder Wasserräder auch hintereinander zu bauen. Und zum anderen muss die Energie mechanisch über Wellen und Zahnräder übertragen werden. Da ergibt sich auch ein teils schönes Puzzlespiel. Genutzt wird die Energie übrigens, um eine Vielzahl von Gebäuden zu betreiben. Biber, die wollen auch unterhalten werden, wie sich herausstellt. Entsprechend gibt es zum Beispiel sowas wie ein Karussell. Und in der experimentellen Version habe ich auch eine Pumpe gebaut, die Wasser auf höhere Lagen hinaufpumpen kann. Aber die Rohstoffe weiter zu verarbeiten, das ist wohl die wichtigste Anwendung der Wasserkraft. Und da geht es um die Holzverarbeitung. Da braucht man zum Beispiel Planken, um komplexere Gebäude zu bauen. Später muss man auch Schrott veredeln. Man muss auch Getreide mahlen, um Brot zu backen. Und irgendwann geht es auch darum, Sprengstoff zu produzieren. Letzteres nämlich das Hauptwerkzeug, um das Gelände zu terraformen, um zum Beispiel Gräben zu sprengen, damit man die Wasserausbreitung auf der Karte steuern kann und so mehr Land fruchtbar macht. Aber wo Land, die Ausbreitung auf der Karte der Biberkolonie an sich geschieht über sogenannte Distrikte bzw. Bezirke. Da gibt es immer zentrale Gebäude, in dessen Umkreis man sich ansiedeln kann. Und ist die Distanz dann irgendwann zu weit, benötigt man eben ein neues, weiteres Zentralgebäude. Und diese Bezirke, die teilen sich die Ressourcen auch nicht, sondern sind jeweils für sich autark. Man kann allerdings Biber zwischen den Bezirken hin und her verschieben, beziehungsweise natürlich auch Rohstoffe und Waren hin und her transportieren lassen. Das war's wenigstens im Groben von den Hauptmechaniken. Das eine oder andere gibt's noch. Lagerverwaltung, ein Forschungssystem, über das man sich auch erstmal eine Menge Dinge freischalten kann. In der experimentellen Version habe ich gesehen, dass man Stahl oder Metallschrott nicht nur von verfallenen Städten bekommt, sondern jetzt auch von Minen, die man bauen kann. Religion ist noch so ein Thema, aber das ist mehr oder weniger dasselbe wie Unterhaltung. Also man baut das passende Gebäude und die Biber können da eines der weiteren Bedürfnisse stillen. Überhaupt, es gibt so eine insgesamte Stimmungsanzeige, die eben durch eine Menge verschiedener Komponenten beeinflusst wird, inklusive dem Nahrungsangebot. Also wenn es verschiedene Nahrungsmittel gibt, macht das die Biber auch glücklicher. Noch ein paar Worte zum Bausystem. Das hat mich auch sehr positiv überrascht, vor allem in Bezug darauf, wie intuitiv und einfach es ist, hier in die Höhe zu bauen, weil ein wichtiger Teil vom Spiel ist auch Umgang mit Platz, also teilweise ist nicht viel Platz und man muss eben Sachen aufeinander bauen oder wird auch dazu angehalten, Sachen aufeinander zu bauen, beispielsweise Häuser oder Lager, und die muss man natürlich dann auch zugänglich machen mit den entsprechenden Treppen und Wegen bzw. Brücken. Und hier funktioniert das Planen oder das Vorausplanen vom mehrschichtigen Bauen oder auch vom nachträglich was dazu oder umbauen überraschend gut. Lässt sich sehr schwer beschreiben, aber
Vor allem auch im Vergleich zu anderen Spielen, wo es viel ums Bauen geht, hatte ich hier nie das Gefühl, ich weiß gerade nicht, wo ich bin oder was ich mache oder wo ich gerade hinklicke. Es ist eigentlich in wenigstens mal 95% der Fälle immer das rausgekommen, was ich wollte. Und wenn nicht, ist es relativ schnell umgebaut. Klar muss man dann nochmal mehr Ressourcen investieren oder etwas warten, bis die Biber die Materialien heranschaffen oder bis jemand Zeit hat, das zu bauen. Aber eben auch Bausystem, kann es nur nochmal sagen, ein großer Pluspunkt bei dem Spiel, auch oder vielleicht, weil es auf einem Raster auch aufbaut und man eben nicht frei bauen kann, was ich in dem Fall aber überhaupt nicht vermisse. Ganz im Gegenteil, für mich sind Spiele, die auf einem Raster, Grid, Hex, was auch immer aufbauen, wenn sie es gut nutzen, zusätzlich reizvoll in Bezug auf den, wie ich es gerne nenne, Puzzle-Aspekt. Als Beispiel nenne ich da gern ja immer Rollercoaster Tycoon 3, bei dem mir der Bau von Achterbahnen vor allem auch deswegen gefallen hat, weil es eben durch das Grid gewisse Einschränkungen hatte. Und ja, jetzt der angesprochene Teil, wo es mehr um die Stimmung geht oder vielleicht um die Frage, was mich dann fasziniert hat. Und das jetzt auch komplett ohne Skript, weil das lasse ich auch schwer niederschreiben. Das muss etwas freier aus dem Kopf rauskommen. Und ich glaube, ein großer Teil ist, dass eine der wichtigsten Dinge, die man im Spiel macht, eben das Begrünen oder Fruchtbarmachen des Landes ist. Und das ist eine sehr befriedigende Aufgabe, vor allem mit diesen Mechaniken, bei denen man eben durchaus aufwendig im Sinn von, es dauert eine Zeit, man muss sich da hinarbeiten, eben das Land terraformt. Und es braucht auch eine Menge Planung sozusagen. Also nicht nur im Vorfeld eben, um sich dorthin zu arbeiten, sondern auch, wenn man die Flussläufe ändert, wenn man wo was aufstaut, das hat eben auch unter Anführungszeichen weittragende Konsequenzen. Natürlich kann man es bis zu einem gewissen Grad alles rückgängig machen, aber es ist eben, obwohl es ein sandboxiges Spiel ist, etwas, wo man sich eben hinarbeiten muss, wo man überlegen muss, wo man nicht einfach schnell rumbastelt, sondern wo man einen größer angelegten Plan verfolgt und das Pacing oder die Geschwindigkeit, wie schnell man dorthin kommt, wie schnell man seine Ziele erreichen kann, das finde ich eben sehr gelungen. Ich denke mal an der aktuellen Map, die jetzt ein Video ist, habe ich gespielt vielleicht, was sagen wir, ich denke mal 10, 11 Stunden, wäre schneller gegangen, weil ich ein paar Sachen auch ausprobiert habe, vor allem das Pumpen des Wassers in die Höhe wollte ich mal probieren, war jetzt auf meiner Karte nicht nötig, weil ich hatte eine andere Möglichkeit, einen Zufluss zu dem Gebiet zu bauen, wo ich Wasser haben wollte. Und auch das Thema eben Stausee mal anlegen oder diese Balance finden zwischen, wo schaffe ich Fläche, um Wasser zu speichern, wo habe ich Boden, den ich bewirtschaften kann, beziehungsweise, um das auch zu sagen, in der experimentellen Version gibt es jetzt auch Wasser, wie heißen sie nochmal, Wasserfarmen, ich nenne sie einfach mal Wasserfarmen, also wo die Landwirtschaft unter Anführungszeichen eben am Wasser stattfindet. Das heißt, man braucht auch durchgängige Wasserflächen. Und wenn ich eben sehe, was mit dem Spiel jetzt passiert ist in den letzten, in dem Fall 3 Monaten seit dem Release, was alles dazugekommen ist und wenn ich sehe, wie gut die Community auch eingebunden wird ins Spiel, nicht nur mit eben Testversionen, Voting-Systemen, sondern eben auch sowas wie offizieller Bug-Tracker, also das Spiel wird auch transparent entwickelt, dann bin ich in Kombination mit dem, was angekündigt ist, sehr guter Dinge, dass da noch viele interessante Mechaniken dazukommen können, vor allem, wie die Entwickler eben auch schreiben, in Bezug auf das Wasser, also Gameplay und Mechaniken, die diesen Wasserfluss, die Wassermechanik, Wasserphysik, wie auch immer, besser oder noch umfangreicher nutzen, weil eben jetzt allein schon sowas wie mal den Fluss irgendwo verengen, dass man eine schnellere Durchflussgeschwindigkeit hat, mehr Kraft bekommt von den Wasserrädern, das macht einfach schon Spaß, sich das zu überlegen, vor allem wenn es dann eben klappt. Man hat zwar auch noch andere Möglichkeiten, Strom zu gewinnen, habe ich glaube ich vorher nicht erwähnt, zum Beispiel Windräder, die laufen aber auch nur in bestimmten Momenten, also sie laufen nicht durchgehend, aber hier kann man auch mal Trockenphasen überbrücken. Man kann auch übrigens trockenes Land im Nachhinein bewässern oder besser gesagt, man kann mit einem Wasservorrat
trockenes Land bewässern, um eben auch eine Dürre zu überbrücken. Und dieses eben Hin- und Herpendeln oder diese ständige Bedrohung der Dürre, die man dann aber auch dauerhaft in den Griff bekommen kann. Ich glaube, das ist die nächste Sache, die mir gefällt. Die Dürren werden ja immer länger und sozusagen schwieriger, die Zeit, die Dürre dauert, zu überbrücken. Also nicht unendlich viel mehr, aber am Anfang ist noch relativ harmlos und dann wird es eben etwas extremer. Wenn man gut und schlau baut, habe ich das Gefühl, kann man das komplett ausgleichen. Das heißt, man hat nicht ständig diese Rücksetzer, wo plötzlich alles verdorrt oder die halben Biber verhungern oder verdursten, sondern man kann mit den Dürren tatsächlich umgehen, wenn man es entsprechend baut und anlegt. Und auch obwohl das Spiel im Moment noch kein Ziel hat, habe ich das Gefühl, eben das Land zu bewässern, wieder fruchtbar zu machen, das allein ist schon ein implizites Ziel, das wenigstens mich sehr motiviert. Also zusammengefasst, ich bin super positiv überrascht von dem Spiel beziehungsweise von dieser Mechanik rund ums Wasser und auch das Biber-Thema, was mir ganz am Anfang etwas seltsam vorgekommen ist, passt hier sehr gut rein, beziehungsweise hat man um das Biber-Thema herum ein sehr tolles Spiel gebaut. Gut, würde ich sagen, das genügt für einen Notizblock. Noch die letzten wichtigen Eckdaten. Spiel ist erschienen am 15. September diesen Jahres, also 2021, im Early Access bei Steam. Gibt es aber auch bei GOG und im Epic Store. Kostet überall um die 20 bis 21 Euro. Läuft offiziell auf Windows und macOS. In der Pro und DB hat es Goldstatus. Scheint also mit ein paar kleineren Einschränkungen oder Tweaks auch auf Linux zu laufen. Sprachen gibt es auch mehrere. Ich glaube nur, dass die Experimental-Version nur in Englisch verfügbar ist. Normale Version allerdings auch in Deutsch. Wird laut Entwickler mal mindestens noch ein Jahr im Early Access bleiben, wo sie eben, wie gesagt, vor allem so Sachen wie wasserbezogene Mechaniken ändern wollen, neue Ressourcen einbauen, auch vielleicht neue Nahrungsketten, das Handelssystem noch ändern, was ich auch gut finde, weil das ist vielleicht noch eins von den Dingen, wo ein bisschen holprig sich anfühlt, auch von der Bedienung her, hängt alles, wie sie schreiben, vom Feedback ab, was sie bekommen. Gut, dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss, Jafir Denk und Baba!